Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht der einzige Weg, Sie zum Reden zu bringen. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Mafia 3. Ich bin wieder alleine, aber das kennt ihr ja schon. Andi hat noch zu tun. Und jetzt muss ich hier mal Informationen holen von den Dealern. Das machen wir mal hoppitoppi. Und ich hoffe, ihr seid auch Knorke dabei. Schreibt schön in die Kommentare, liked uns, empfiehlt uns weiter, weil wir wollen natürlich expandieren auf YouTube. Und Facebook sind wir auch. Links in der Videobeschreibung. Alle Links auch zu den Videos. Na, jetzt fahren wir mal hier rum. Und da sind wir auch schon. Der Motherfucker scheint sich verlaufen zu haben. Aber trotz allem muss das so. Erstmal hier gucken. Bei der Polizei. Alle rot. Scheiße. Da drüben! Scheiße! Bingo, verdammt! Der Penner ist hier! Steig ein! Warum ist der nicht eingestiegen? Vom Hals. Und er fährt jetzt gemütlich weg. So eine Scheiße. 2 Minuten. Toll. Fängt ja mal wieder gut an, ne? Alte Siskon-Manier. Machen wir es aber besser. Ich verspreche es euch. Diese Versprecher, ich kann kein Deutsch. Obwohl ich schon über 20 Jahre hier in Deutschland lebe. Oh, Ladebildschirm, mach hinne. Jetzt bin ich hier, toll. Muss erstmal gucken, wo. Oh, ist er nicht weit entfernt. Könnte ich ja eigentlich hingehen, ne? Aber so bin ich nicht. Nein. Das lassen wir sein. Mitten auf der Straße. Ist auch nichts dabei. Jetzt komme ich hier nicht aus dem Gebüsch oder was? Ich wollte gerade sagen. Ich weiß einfach nicht, wann das so heftig geworden ist. Niemand erschießt jemand anderen wegen Gras. Oder selten. Aber dieser Opiumscheiß, ich weiß nicht, was du sich dabei denkst. Ich meine, wir geben mehr Geld aus, um die Bullen bei Laune und die Leichen aus den Schlagzeilen rauszuhalten. Was habe ich denn hier für Waffen? Scheiße habe ich. Sehr ruhig. Ah, das hat wehgetan. Er ist ihn. Das ist eine Spielzeugpistole. Ja. Schnell befragen, bevor die Frau da die Bullen anruft. Ich
spreche ihm sämtliche seine Drogengeschäfte auf. Los, schneller! Oh, Kacke! Ich verrate euch wo! Jetzt sag ich, du bist geliefert! Los! Warum geht das nicht? Oh, lass mich in Ruhe! Du Arsch! Alter! Fuck-a-doodle-du, Alter! Farbiger, das stimmt. Muss ich erstmal ja, entkommen, bevor es weitergeht. So, auf offener Straße Befragungen sind doch scheiße. Oh, gut durchgekommen. Böse, ich habe jetzt keine Muni mehr. Verdammt. Gut geslidet. Jetzt weiche ich erstmal hier geradeaus. Weil in Kurven fahren bin ich nicht so gut. Ich hoffe, die fahren jetzt weg. Ich gehe mal ab hier weiter zu Fuß. Ist besser. Wir nehmen wieder mit der neuen Technik auf, mit der Game Capture HD 60, anstatt mit Audacity die Stimme. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, entweder mit Audacity oder jetzt so wie in diesem Video. Wir sind gespannt, was für euch besser wäre. Oder ist, nicht wäre, ist. So, ich brauche erstmal neue Muni, ne? Komme schon, nur ein Augenblick. Nur ein Augenblick. Wisst ihr das schon? Warum hält er da? Oh, ein Arsch. Such dir aus, was du brauchst. Zeig, was du auf Lager hast. Ah, da Muni. $613? Ich brauch. Überall Muni voll? Glaube ich nicht. Mal gratis. Nimm ich doch die. Die aus wie die Schrotflinte wie in The Walking Dead. Ja, dann hau doch ab. Dann hau doch ab. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So. Na, damit komme ich nicht schnell weg. Dann hole ich mir nochmal ein Auto. Was man nicht für alles machen muss. Ich brauche eine neue Karre. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Geh doch mal vorbei, Mensch. Frau. Halt. Aussteigen. Einmal Auto. Gesteckt. Und jetzt geh nach Hause. Hast für heute frei. Radio wird nicht angemacht. Das nächste Auto will ich ohne Radio, du Arsch. Diese Autofahrer, ne? Die können nicht fahren. Jetzt erstmal geradeaus.
Ausweichen! Oh, scheiße. Das war nicht ausweichen. Das war mitten rein. Ich geb dir aufs Maul. Du Olle. Tucke. Hau ab. Was will der Kerl? Nichts. Ich geh schon raus. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht allein. Ja, komm her. Wenn irgendeiner einen anruft, Alter, ich kill den auch. Geh weg, du besoffener Arsch. Lässt das. Wie zieht Dr. Storn seine Drogengeschäfte auf? Die Eintreiber vom Boss sind unterwegs und sammeln. Sie bringen das Geld immer in ein Geheimversteck. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Hast du gehört? Jetzt hinter der Tür. Hintertür ist besser. Tschüssi, tschüss. Schnell raus auf den Kreis. Und geschafft. Und ein bisschen weiterfahren. Hier ist noch was zum Einsammeln. Kaputt machen. Oh, mach ich das doch. Habe ich schon eine Mission gemacht, obwohl ich die noch nicht machen soll, musste. Cool. Das heißt Sir. Ma'am. So, soll ich jetzt den kaputt hauen? Den kaputtig hau ich jetzt. Ja, ihr habt schon gehört, kaputtig hau ich. Da müssen die immer umzäunt sein. Also so viele wieder. Hol ich mir erstmal hier diese Weste. Wir verkaufen nur ein weiße Boy. Verdammt, was ist das? Keiner ruft hier die Bullen. Verstanden? Gib mir Money. $27. Da lach ich. Lebe ich 3 Wochen von. Gib mir die Weste. So. Das ist das Klo. Gut. Auf Scheißhaus will ich nicht. Muss hier raus. Zack. War ja locker. Locker flockig. Was geht ab? Ich hasse diese
Steht da einer? Das ist ja wieder mal typisch. Hä? Was glaubst du, wo du hingehst? Hä? Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Waffe bereit. Falls hier irgendwas schief geht. Na, hast du recht, Omi. Du auch. Arsch. Willkommensschild. Bist du dämlich oder was? Ja. Weiß, wo du bist, Schwanzlutscher. Verdammt! Ich kümmere mich um diesen Hurensohn. Hey, hey, hier sind wir denn da? Na komm, ich zieh dich in den Mülleimer, doch. Wartest du? Wirf schon! Nimm das, Arschgesicht! Scheiße! Ich hab ihn! Komm hierher! Was war denn das jetzt? Verbrechen im Gange! Aufpassen, Alter! Polizist mit tödlicher Waffe bedroht! Ich bin Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Äußerster Vorsicht, Lea. Ich mache es kurz. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen. Ich muss erstmal weg. Unmittelbarer Umgebung. Am Arsch! Wir fahren da ja gleich hin. Ist das hier? Machen wir gleich. Jetzt muss ich hier rauskommen. Gleich geht's dir an den Kragen. Nein, wurde nicht. Dieser Bereich ist gesichert. Versuchen wir es mal da drüben. Scheiße. Gut, die sind abgehauen. Kann ich hier erstmal weitermachen? Ich die ganze Zeit hier machen musste. Einfach mal warten. Anzünden. Bumm. Habe ich hier noch was? Naja, ich will kein Dings. Mit dem Auto kann ich dann gleich verschwinden. Nichts ist wrong with me. Alter, ist viel. Mach aber noch mehr Schaden.
Tut mir leid. Da ist auch der Leichenwagen. Jetzt erstmal 300 Meter mit der Schrottkarre rumfahren. Ja, wenn man erst in Fahrt kommt, geht's eigentlich. Hier reicht auch schon. So, eine ganze Mission in 21 und 15. Ist nochmal was. Irgendwelche Wünsche? Ja, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass du jetzt loslegen kannst. Mit deinen Machenschaften, Knick, Knackety, Knick. Nö, doch nicht. Okay, ich rede doch mit ihm. Ist ja nur noch ein Ding zu machen. Man hört zurzeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Sie sagten Doc Gaston seinem Sistern unter dem Big Mouse Jazz Club. Erwarten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind. Aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch, Gaston. Da hat er recht, da hat er recht. Schätzt du ihn? Natürlich. Konfrontiere Doc Gaston. Gastoritis. Oder wie auch immer sich nennen will. Ja, dann geh nach Hause, du Arsch. So, ich mache erstmal meinen Safe. Hab ihr Bargeld zur Aufbewahrung. Ich warte im French Ward. Komm her, hopp, hopp, hopp. Bin gleich da. Ja. Willst du was einzahlen? Nee, du verlierst das. Ja, und gib nicht alles auf einmal aus. Aua! Hure. Ein Wägelchen. Ich nehme jetzt mal das. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ah, wenigstens. Bisher hat er noch nicht gepisst. Ist doch mal was. Mitten auf der Straße kannst du auch nicht parken. Hast noch nie Fahrschule gemacht, ne? Das ist eine große Hilfe. Und rum die Tüte. Gleich zwei Crashes gemacht. Oh, scheiße. Schnell weg. Bevor der Bulle mich identifiziert. Als dunkelhäutiger Mann, der ja Amok fährt. Erstmal schon der Bullenschaft durch den Garten gefahren. Jetzt müssen sie nicht mehr mähen. Zeig mir mal die hübsche Landschaft. Komm ich nicht rein. Vielleicht hier? Ne, einmal rum. Ist ja gut. Gleich knock ich dich auch noch rum.
Der hat irgendein krummes Ding vor. Ich soll dir gleich mal zeigen, was für ein krummes Ding. Arsch. Alter. Aufhören. Sofort aufhören. Schau nach, was da los ist. Nichts ist los. Ich stehe hier nur. Wo bist du hin, du Wichser? Schön die Treppen runter, Alter. Gespiert. Schwanzlutscher! Für diesen Arsch hab ich das passende Zäpfchen! Oh. Alle Mann, Scheiße! Oh. Heilige Scheiße, bloß weg hier! Der Hurensohn gehört mir! Schütze mich! Ja, ich beschütze dich. Weg hier! Lass mich nicht so verrecken! Hautblut! Bist du schon tot? Ich kann nicht glauben, dass du uns hier reingebracht hast. Für dich mache ich doch alles, Baby. Alter, was ist hier los? Sexsklaven oder was? Bilde ich mir das nur ein? Ja. Alles Einbildung. Du bist tot, Junge. Da ist heilige Scheiße! Ich hab dich gewarnt. Tun Sie mir nicht weh. Lauf, bitte. Lauf weg! Alle raus hier! Tun Sie mir nicht weh, bitte! Oh, Scheiße! Los raus jetzt! Entschuldigung. Das, was von dir übrig bleibt. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, guck. Seht ihr ihn? Nein, ihr seht mich nicht. Geht weg. Hier drüben! Oh mein Gott! Seid zu sterben! Oh mein Gott! Mein Gott! Nein, nein! Oh mein Gott! Ich werde dich filetieren! Scheiße! Geht mir aus dem Papa, ist da, Arschloch! Wir haben einen Gast! Oh mein Gott! Ich sehe ihn! Da ist er! Gar nicht! Lasst euch den sterblichen Hurensohn! Der Fahrschutz will auch nicht nachladen! Ich hab ihn entdeckt! Da ist er! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Komm das denn hier? Hör auf zu schreien. Gott. Hat das genervt. Geh in Deckung. Wir haben ein Problem. Alter, geht weg. Alter, wo ist der? Alter, was war denn das für eine Katze? Seht euch in dem Areal da drüben um. Was
Was hat... Ich schieße auf das... Er ist hier! Schnappt ihn euch! Passt du jetzt auf? Beweg mich aus der Schuss, du musst nachladen! Er bringt mich ins gottverdammte Krankenhaus! Bringt mich... Ein Schubweg! Scheiße! Scheiße, ich bin getroffen! Ach was. Jetzt komm her, Alter, und erzähl mir, was ich hören will, du Arsch. Scheiß Freak. So kann's gehen, wenn man nur lacht über mich. So, gesichert. Wer kriegt es? Muss ich noch überlegen. Cassandra. Was kriege ich hier bei Vito? Geld, Gefallen. Ich gebe es lieber mal Cassandra, weil die macht mir langsam Angst. Und das Gebet gebe ich dann auch ihr, Alter. Ich habe so eine Angst vor der. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Meine Männer räumen nicht gern auf, wenn sie auf der Party nicht eingeladen waren. Wir machen das. Aber dann geht der Bezirk an uns. Versprochen. Ich mache diesmal nichts Falsches. Okay? Versprochen. So, dann wieder mal hier raus. Aus dem Talaha. So. Treff dich mit Donovan für Neues über den Richter. Alles klar, ich bestelle. Ne, mein Auto steht ja hier noch. Muah. Warum ist es in New Bordeaux immer so nass? Kannst du dich mal einen sonnigen Tag hier geben? Nein, muss immer regnen. Alter, ich hab gerade 5 Sekunden nicht drauf geguckt und nichts passiert, außer jetzt, wenn ich wieder hingucke. Scheiße. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, bis wir fertig waren. Du musst verstehen, dass es hierbei nur um Respekt geht. Und solange jeder seine Zeit mit Leuten seiner eigenen Haut. Bleib mal hier stehen, mal gucken, was passiert. Ich bin jetzt sozusagen aus dem Kreis. Mhm. Was war denn das, Alter? Immer diese Katzengeräusche hier. An alle Einheiten. Gut. Verfolgung beenden. Suche jetzt kann ich wieder hin. Was ist das hier für eine Notiz? Alles klar. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich bin 150 Meter gelaufen. Cool. Jetzt hier rein. Dann hier rein. Dann nicht da rein, da durch. Dann bin ich auch schon wieder bei Donovan. Donovan, Donovan. Was schwul oder oh, geh weg. So, erzähl mir was über den Richter. Dann richte ich dich ab. Ich weiß jetzt, wer dein Richter ist. Cornelius Holden. Er hat gerade Lou angerufen. Ich soll mich nicht aufregen. Ich bin diesem Irren nur mit knapper Not entkommen, Lou. Dafür zahlst du mir nicht genug, dass ich hier... Nicht am Telefon, Cornelius. Man kann nie wissen, ob da wer mithört. Diese Scheiße muss aufhören, hörst du? Denn das eine sage ich dir. Vorher rühre ich keinen Finger, was deinen Bruder betrifft. Reg dich wieder ab, Cornelius.
Ich schicke einen Wagen mit meinen besten Männern. Die sorgen für deine Sicherheit. Cornelius ist 60. Die Vollidioten hier im Staat haben ihn 1951 zum Amtsrichter gewählt. Ich habe noch was für dich. Das sind Lamont Harris und Trey McCall. Beide getötet von einem Typ namens Hollis Dupree. Hab gehört, er hat sie abgeknallt, als sie bei ihm um Hilfe gebeten haben. Hollis behauptet, es war Notwehr. Er dachte, die zwei wollten ihn umbringen. Cornelius ist der zuständige Richter für diesen Fall. Also würde sein Tod eine Menge Wirbel machen. Cornelius ist so ein stinkreicher Südstaatenarsch.